Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über das Forschungsprojekt Immaterialisierter Spaces. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören und auch sehen. Und wir freuen uns über die zahlreiche Teilnahme hier in diesem BTT-Digitalbeitrag. Und gleich vorneweg, wir zeichnen diese Session auf, sodass sie für die Nachwelt und auch für die größere Reichweite dann noch nachhörbar und nachsehbar ist. Wir wissen, heute ist die große Demo in Berlin, total wichtig, dahin zu gehen. Wir wissen auch, Corona hält die Theater in Atem. Es gibt wichtigere Dinge vielleicht zu tun. Insofern toll, dass ihr hier seid. Ich wechsle auf das Vortragstun. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Gerne danach wieder im Sie, wer es braucht, aber soweit so gut. Ihr habt alle schon das Mikro aus, das führt zu einer besseren Audioqualität. Danke. Ihr könnt gerne während der nächsten Dreiviertelstunden uns Fragen auch im Chat schon stellen. Wir haben am Ende ungefähr 10 Minuten eingeplant, wo wir in eine offene Diskussion miteinander steigen. Und wir legen los. Ja, so jetzt bin ich auch, glaube ich, gleich soweit. Wir hatten gerade noch ein kleines mit unserem Monitorscreen. Der hat selber auch nochmal Ton gemonitort. Das war ein bisschen irritierend hier. Gut, ich brauche die Maus. Sonst geht das nicht. Ja. So, du hast sie. Genau. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Franziska Ritter, irgendwann mal Architektur studiert, lange an der TU Berlin am Studiengang für Bühnenbild szenischer Raum gewirkt, dort auch in die Theaterforschung eingestiegen, habe die Sammlung für Theaterbau im Architekturmuseum digitalisiert, habe also eine große Affinität zu Theatererbe, zum Museum, zum Archiv, zur Digitalisierung. Und über dieses Projekt sind wir dann gemeinsam sozusagen in die neuen Technologien eingestiegen im Rahmen dieses Forschungsprojektes, was wir euch heute vorstellen möchten. Und ich unterrichte aber auch viel an verschiedenen Hochschulen, an der Beuth-Hochschule, an der Designakademie und anderen. Bin nebenbei auch Szenografin und Musikerin. Ja, Pablo Dornhege, ich bin auch Szenograf, aber auch manchmal ein bisschen Entwickler. Ich schreibe gerne an den Tools, die wir auch einsetzen. Ich erforsche, wie immersive Technologien eingesetzt werden können. Ursprünglich bin ich ausgegangen von der Erforschung dieser Technologien im Bereich Museum, Ausstellungen, Kunst und dann über das Projekt und über die Zusammenarbeit mit Franziska dann weitergekommen zum Theater auch und zur Musik. Ich unterrichte an mehreren Hochschulen und arbeite aber auch in meinem eigenen Studio noch weiter. Wir sind hier nicht allein, wir leiten dieses Projekt, aber wir wollen euch jetzt in diesem Moment einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Wir sitzen hier in Berlin in der Rigaer Straße und haben ein wunderbares Team. Das ist sozusagen die Live-Schalte ins Büro. Wir haben Vincent Kaufmann, wir haben Sascha Siegel, und wir haben digital hinzugeschaltet Maria Bürger, vielleicht könnt ihr einmal kurz winken, und Lea Schorling. Und gemeinsam zu sechst, jetzt schalte ich weiter, richtig, braucht die Maus, haben wir vor einem Jahr mit wunderbarer Förderung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien ein Forschungsprojekt angefangen mit dem Titel Immaterialisierter Spaces, als Projektträger die DTAG GmbH mit Robert Eckert. Und in diesem Zuge haben wir einen Kompetenzbereich bei der DTAG eingerichtet, um generell für Digitalität und neue Technologien im Verband selbst verantwortlich zu sein, Plattform zu sein, Dialogpartner zu sein, und widmen uns aber in diesem zweijährigen Forschungsprojekt sowohl dem Theater auf der einen Seite und den immersiven Technologien. Diese beiden Bereiche wollen wir zusammenbringen. Wir erforschen, wir entwickeln in dem Fall Musterlösungen, prototypische Musterlösungen, die der gesamten Branche zugutekommen sollen, und wir transferieren. Also wir netzwerken, wir bringen Menschen zusammen, wir bringen die Technologie in die Häuser. Und Theater ist vielfältig, und links stehen sozusagen all die Mitwirkenden und Beteiligten, mit denen wir in diesen 2 Jahren kooperieren. Das sind die Theater- und Operhäuser, Veranstaltungsorte, aber auch Firmen und Hersteller von Theaterprodukten, die Industrie. Wir haben Hochschul- und Forschungspartner, kulturpolitische Institutionen, andere Kompetenzzentren, Dachverbände, aber auch Archive, Museen und Sammlungen. Das ist die Seite des Theaters. Und bei den immersiven Technologien haben wir uns in diesem Projekt fokussiert auf Augmented und Virtual Reality. Kommt gleich. Kommt gleich. Genau. Das Theater
von jeher Illusionsmaschine. Hier ein Bild vom Schlosstheater in Tschernigow-Krumlov. Barocktheater. Ganz früh schon sieht man hier auch, wie sozusagen Welten geschaffen werden am Theater. Insofern ist das Theater für uns ganz früh schon eigentlich eine Art proto-virtuelle Realität, denn es geht darum, Visionen und Illusionen zu kreieren im virtuellen Raum. Auch hier nur als Beispiel, Papas Ghost-Effekt, ganz früh schon ist das Theater der Ort, wo Träume und Wünsche und Geister entstehen. Da sind wir ja auch schon bei einer unserer Technologien im Endeffekt. Ne? Das ist ja eine Urform der Augmented Reality sozusagen, wo ein Inhalt über eine Lichtspiegelung in die Realität hineingelagert, hineingelayert wird. Genau. Insofern ist diese Verbindung zwischen Theater und den immersiven Medien gar nicht neu, sondern schon ganz, ganz alt. Und für die, die jetzt vielleicht neu sind, auch in diesem Thema, geben wir ganz kurz einen Überblick. Wir können gerade schwer abschätzen, wer wie weit sozusagen schon mit diesen Technologien in Berührung ist. Deswegen erlaubt uns diese kurze Folie. Ich fange mal an mit Reality. Ich glaube, das ist das Einfachste. Reality als die Welt, die uns umgibt, die materielle Welt, die wir so, wie wir sie so wahrnehmen. Und alle anderen Formen der XR, also der immersiven Realitätstechnologien sozusagen, sind Overlays oder digitale Erweiterung dieser Klasse oder dieser klassischen, unserer gelebten Realität. Das eine ist die Augmented Reality, das ist die Überlagerung der visuell, der physischen Welt, der Welt, die wir so wahrnehmen, mit digitalen Inhalten. Das kann zum Beispiel, da gibt es verschiedene Geräte, mit denen das funktionieren kann. Das kann über ein Smartphone funktionieren, das heißt, das Bild läuft dann vermittelt über die Kamera auf das Display, wird die Realumgebung abgebildet und mit digitalen Inhalten angereichert. Das Gleiche kann aber auch zum Beispiel mit dem Einsatz einer Augmented Reality unvermittelt passieren. Das heißt, das Realbild, was ich sehe die durch das Brillenglas einfach so durch. Die digitalen Inhalte werden dann eingespiegelt, ähnlich wie bei Pepper's Ghost. Und dann gibt es noch die volle Immersion im Bereich der Virtual Reality. Das heißt, ich setze eine Brille auf und begebe mich komplett in eine simulierte digitale Umgebung, in der ich dann mit den Objekten interagieren kann und die mich ganzheitlich umgeben in 360 Grad. Und je nach System kann ich mich auch bewegen und kann dort interagieren. Ja, diese Technologien können natürlich auf sehr unterschiedliche Art und Weise angewendet werden. Als Werkzeug, als Tool, aber zum Beispiel auch im Rahmen der Vermittlung. Also wir können diese Technologien anwenden im Museum, in Archiven, im Unterricht. Wenn wir Inhalte anders vermitteln wollen, als wir das jetzt vielleicht bislang auf analoge Art und Weise tun. Und wir können Erlebnisräume schaffen. Also das wird da natürlich spielerischer und immersiver. Und diese drei Arten des Umgangs mit der Technologie verheiraten wir sozusagen mit dem Theater und haben uns dort allerdings auf drei Themenschwerpunkte konzentriert. Das ist die Theatertechnik. Klar, als Deutsche Theatertechnische Gesellschaft ist das natürlich der Ausgangspunkt, mit dem wir in das Projekt starten. Das ist die Theaterarchitektur. Und das ist aber auch das Bühnenbild, die Kreation, das, was am Ende auf der Bühne stattfindet. Diesen Bereich haben wir auch im Projekt und man sieht das hier an dieser Grafik als rotierendes System eigentlich gedacht. Jetzt können wir natürlich jedes mit jedem kombinieren und daraus ergibt sich eine wunderbare Matrix, woraus sich unsere neuen Teilprojekte, die wir in diesen zwei Jahren bearbeiten, ergeben. Also ganz kurz, man kann natürlich jetzt Werkzeug und Architektur untersuchen, man kann Technik und Vermittlung untersuchen und auch Erlebnis und Bühne und so weiter und so fort. Durch diese neuen Teilprojekte oder ansatzweise gehen wir durch diese neuen Projekte jetzt durch in den nächsten 20 Minuten und zeigen euch Einblicke in den aktuellen Stand. Wir sind sozusagen auf der Halbzeit mit unserem Projekt. Einige Dinge sind schon sehr weit gediehen, fast fertig. Andere sind gerade erst am Anfang. Das heißt, es wird sehr unterschiedlich sein, den Stand, den ihr seht. Und vorneweg auch gesagt, es sind prototypische Musterlösungen, die wir entwickeln, die sozusagen danach der gesamten Branche zur Verfügung gestellt werden sollen, sozusagen auch als offener Code, als Open Source und Open Access am Ende des Projektes jedem zur Verfügung gestellt werden. Herzliche Einladung, damit weiterzuarbeiten. Fühlt euch inspiriert davon. Denkt gleichzeitig auch darüber nach, wie kann ich das vielleicht für meinen eigenen Bereich, für mein eigenes Theater verwenden. Also diese Ideen sind tatsächlich wirklich dazu da, in die Welt zu gehen und weiter Verwendung zu finden. Und wir starten in das erste Teilprojekt, Augmented Reality in der Veranstaltungstechnik. Also ganz klar Fokus auf eine Technologie, AR.
und Veranstaltungstechnik tatsächlich hier als Zielgruppe Konstrukteure, technische Direktoren, Stagehands, alle, die wirklich am Theater hinter der Kulisse arbeiten, aber auch Kreative und Bühnenbildner, das ist natürlich nie ausgeschlossen. Es geht hier darum, ein Werkzeug und ein Visualisierungsinstrument zu finden, was uns digitale Abstimmungsprozesse im Entwurfsprozess von Produktion oder von Bühnenräumen erleichtern soll. Entschuldigung. Ja, und wir fangen viele unserer Projekte mit Workshops an, um wirklich sehr praxisnah mit den Kooperationspartnern in einen Ideenprozess zu starten. Ja, genau, nur noch mal kurz, diejenigen unter euch, die schon unseren ersten Vortrag heute gesehen haben, werden die Folien schon kennen, aber keine Sorge, wir gehen, das ist nur ein kurzer Einblick, es ist jetzt nicht noch mal der gleiche Vortrag wie vorhin. Bei den Workshop hier hat einer stattgefunden in der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund. Ich glaube, das war der zweite. Wir hatten einen Kickoff und dann hatten wir nochmal ein richtiges Deep Dive in die Fragestellung. Und das war spannend, weil wir mit Partnern, mit den Partnern aus den Häusern, aber auch vor allem auch aus der Industrie uns zusammengesetzt haben und die uns den Technologien angenähert haben. Wir haben zum Beispiel, genau, nächste Folie, getestet, wie eigentlich Augmented Reality funktioniert, wie funktionieren die Scan-Methoden, was kann eine Brille, was unterscheidet die verschiedenen Augmented Reality-Technologien voneinander und wie können sie eingesetzt werden. Dazu haben wir dann viele Ideen entwickelt und in Teams und auch manuell mit Mockups, mit Papier und Zettel und Stift und Klebe und Tape geprototyped. Und eine Idee, die dabei entstanden ist, die wir vorhin auch etwas genauer vorgestellt haben, war die augmentierte Vorhangschiene, die wir eingesetzt haben. Ich glaube, da genau als Aufbauhilfe, wie das funktioniert, diese Schiene zusammenzusetzen. Ich glaube, da kannst du am besten. Ja, genau. Also das Objekt der Begierde ist die Trumpf 95, also der Klassiker schlechthin der Firma Garriott. Also wir kooperieren hier mit einer Firma, aber das ist sozusagen auch stellvertretend für andere Produkte. Wir tun das am Beispiel dieser Vorhangschiene, weil sie einfach weltweit eingesetzt wird, weil sie millionenfach verkauft wird auch und wirklich an jedem Theater zum Einsatz kommt. Wer von euch nicht vom Fach ist, hier ein Beispiel, wie solche Vorhangschienen eingesetzt werden. Klar, es ist eine Schiene, an der ein Vorhang hängt, aber es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes System und ihr seht hier ganz viele verschiedene, auch gebogene Schienen mit verschiedenen Seilführungen, die Verwandlungen am Theater möglich machen, aber auch im Veranstaltungsbereich. Nach diesen Workshops haben wir hier zurück in Berlin sozusagen gedacht, okay, super, lass uns das mal selbst testen und danke an Andreas Gause und auch an das Deutsche Theater hier in Berlin, wo wir auf der Probebühne selbst im Team, also ihr seht hier tatsächlich Lea und Sascha, unsere Entwickler, Pablo, ich, Vincent, wir haben alle sozusagen versucht, einmal ohne Aufbauanleitung eine Vorhangschiene aufzubauen, nach gutem Menschenverstand sozusagen, naja, also Trial and Error, aber ein großer Erfahrungsschatz, den wir dabei natürlich sammeln konnten, also Erfahrungswissen, was uns jetzt hilft in der Entwicklung der digitalen Inhalte, wirklich genau zu verstehen, was die Schwierigkeit ist beim Aufbau einer Vorhangschiene. Ihr seht hier, das muss man nicht lesen, keine Angst, aber es ist sozusagen die Redaktion der Aufbauanleitung. Hier ist ganz wichtig, dass wir sozusagen eine einfache Sprache entwickelt haben, klare und präzise Arbeitsschritte. Wir haben sozusagen noch neben der, was tust du jetzt eigentlich gerade, noch sozusagen zusätzlich Warnungen und Hinweise. Wir haben Werkzeuge, die aufgelistet sind und das Ganze muss natürlich gut in eine gute Redaktion übergeführt werden. Der nächste Schritt, und ich weiß nicht, Maria, magst du vielleicht kurz was dazu sagen, ist natürlich, wie soll das Ganze am Ende aussehen? Also wir nähern uns hier von zwei Enden. Und Maria hat die ersten Entwürfe dafür gemacht. Ich habe dafür im Grunde genommen diese ganzen Informationen im Sinne von, was ist der konkrete Schritt, was sind die benötigten Werkzeuge in diesem Schritt und an welcher Stelle muss dieser Schritt durchgeführt werden, versucht zusammenzuführen in einem Interface, was möglichst überschaubar ist, möglichst leicht bedienbar, ähnlich wie so ein Play vor zurück bei einer Musikanlage quasi als gebündeltes UI-Element und da, dass sich quasi erweiterbar aufbauen soll im Sinne von, okay, all diese Schritte finden nacheinander statt. Ich habe das Interface in dem Sinne für Desktop, aber kann es auch in VR und AR übertragen, je nach Bedarf. Und da ist es ein erster Entwicklungsschritt oder noch im Entwurfsprozess, da eine leichte Handhabung zu entwickeln. Vielen Dank, Maria.
Ja, genau. Und da ist dann halt eben die Frage, jetzt haben wir diese verschiedenen Inhalte, wir haben die verschiedenen Interfaces, wie kommen wir denn jetzt eigentlich ran? Und das Interessante ist, dass sich in diesem Sommer eine neue Schnittstelle hier rauskristallisiert hat, eine Konvention zwischen den großen Internetkonzernen, die sich darauf geeinigt haben, wir müssen das zusammen machen. Und diese Schnittstelle heißt WebXR. WebXR ist insofern interessant, als dass diese Inhalte als eine Website abgespeichert sind, als eine URL abgerufen werden können und dann diesen dreidimensionalen Inhalt zur Verfügung stellen. Und zwar geräteagnostisch sozusagen, hardwareagnostisch. Das heißt, egal von welchem funktioniert, also das muss natürlich das unterstützen, aber ob ich diese Website von einer VR-Brille aus aufrufe, von einem Smartphone oder von meinem Desktop-Rechner oder von einer Augmented Reality-Brille, die Seite ist immer gleich, die Inhalte werden dreidimensional dargestellt, nur wie sie dann dargestellt werden, hängt vom Browser ab. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel mit einer VR- oder AR-Brille räumlich bewegen kann, das wird getrackt, kann ich mich dann auch um das dreidimensionale Objekt herum bewegen, während ich damit interagiere. Wenn ich es im Browser habe zum Beispiel oder auf dem Smartphone, kann ich es mit den Händen oder mit der Maus das 3D-Objekt rotieren, steuern und anwählen. Hier sehen wir genau die Ansicht, wie das dann aus den verschiedenen Devices aussieht. Oben links haben wir die Desktop-Ansicht, das heißt, wenn wir die URL, wir haben das live vorhin ausprobieren können, auch aus unserem lokalen Server gehostet und über den Desktop angewählt. Das heißt, ich kann live die Schritte durchklicken und da mit der Maus navigieren. Rechts in der VR-Ansicht ist man wirklich 1:1 mit dieser Schiene in einem virtuellen Raum. Und unten links in der Augmented Reality-Ansicht, das ist ein Screen Grab, den wir über ein Tablet gemacht haben. Das heißt, die Schiene ist räumlich in unserem Studio sozusagen gewesen und bei der Aufzeichnung kann man dann um diese Schiene herumlaufen. Später ist es natürlich total sinnvoll, die Hände frei zu haben, wenn man die Schiene aufbaut. Dann geht man natürlich irgendwie auf eine mobile AR-Brille, Magic Leap oder die HoloLens hier als Beispiel mal. Die Reise ist noch ein bisschen länger bis dahin, aber es funktioniert schon. Natürlich würden wir uns wünschen, dass später alle Theater so ausgestattet sind und jeder Theatertechniker seine eigene Brille hat, was in der Automobilbranche natürlich schon gang und gäbe ist. Wir machen jetzt ein bisschen schneller weiter. Gibst du uns nochmal die Maus? Danke. Jetzt ist sozusagen der nächste Schritt, das Wissen, was wir sozusagen mit der Vorhangschiene und dem Prototyp erarbeitet haben, auf andere Anwendungsfälle zu übertragen. Zum Beispiel hier kann man sich vorstellen, beim Aufbau einer Drehbühne oder anderen komplexen Bühnenteilen kann das sehr hilfreich sein, bis hin zu Bühnenbildern, die in Gastspielen oder in Wiederaufnahmen vielleicht lange eingelagert waren und dann relativ zügig aufgebaut werden müssen, könnte natürlich so eine AR-Anwendung auch sehr hilfreich sein. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe viele Ideen, wie das weiterentwickelt werden kann. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist ein weiterer. Ja, eine weitere wir gehen Idee. Da ganz schnell genau. durch. Es gibt noch verschiedene Anwendungsszenarien. Eins wäre zum Beispiel, wie Augmented Reality in der Fernwartung eingesetzt werden kann. Zum Beispiel Ferndiagnose, Schaltschrank am Theater, an der Bühne vor der Premiere. Es gibt irgendeine Schwierigkeit, die vor Ort nicht so schnell gelöst werden kann. Aber die Spezialisten, das Service-Team kann zugeschaltet werden und kann ferndiagnostisch über die Brille genau erkennen, wo das Problem liegt. Eine Möglichkeit. Eine weitere wäre zum Beispiel ein theaterobjektspezifisches Object Tracking. Im Prinzip könnte man es auch Warenwirtschaftssystem nennen. Das hat etwas andere Lagerung, was die Funktionalität angeht. Aber das von den verschiedenen Objekten am Theater dann getrackt werden kann, von der Herstellung bis zur Ablegereife, wie der Zustand eines Objekts ist, wie die Objekthistorie ist, Wartungshistorie, ähnliche Dinge. Und was wir bei all diesen verschiedenen Anwendungsszenarien festgestellt haben, dass es sehr wichtig und interessant wäre, für diese Objekte eine Unique ID zu entwickeln. Das heißt, jedes Objekt am Theater oder im Theaterkontext hat eine Identifikationsnummer, die es dann zulässt, also Projekttypus, Projektkategorie oder Hersteller zuzuordnen und aber auch das spezifische Objekt selbst, also die eine Vorhangschiene oder diesen einen Scheinwerfer, um dann diese spezifischen Informationen aus den unterschiedlichen Systemen herausholen zu können. Das ist aber eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll. Jetzt kommen wir zum nächsten Projekt. Die virtuelle Bauprobe, ein Thema, was wir schon ganz früh in einem Workshop entwickelt haben, der vor anderthalb Jahren schon stattfand, wo erste Tests auch schon stattfanden. Hier geht es darum, vor allen Dingen auch für Bühnenbildner
und die Abteilung am Theater selber ein Kommunikationsmittel zu finden, was es uns nicht nur in Zeiten von Corona und eingeschränkten Reisefähigkeiten ermöglicht, die Bauprobe, was ein sehr wichtiger Moment am Theater ist, zu unterstützen. Nicht zu ersetzen, sage ich gleich vorneweg, denn dieser Moment ist wirklich gerade in Deutschland ein Ritual am Theater. Hier sieht man eine Bauprobe am Brandenburger Theater. Es ist eine Mock-up-Situation, wo 1:1 Proportionen getestet werden, nicht unbedingt Materialitäten, manchmal auch, aber Sichtlinien getestet werden können. Das Bühnenbild verändert sich zum Teil noch und es ist der Moment, wo sozusagen auch das Team, was von außen oft am Theater arbeitet, ins Theater einzieht. Ihr seht hier, es ist eine Situation, in der viel gesprochen wird, viel diskutiert wird und ab da geht es eigentlich richtig los. Es kann auch gut sein, dass sozusagen Video und Projektion schon mitgetestet wird. Und es ist ein sehr wichtiger Moment. In diesem Moment, hier sieht man das vielleicht auch nochmal als Chart, und kann erkennen irgendwie, dass wir jetzt hier untersuchen, wie wir die virtuelle Realität einsetzen können, um zum einen Dinge zu veranschaulichen, zu visualisieren, zu präsentieren, aber auch zu diskutieren, in virtuellen Räumen zu kommunizieren und bestenfalls natürlich kollaborativ auch gemeinsam zu verändern. Mhm. Das ist das Ziel. Das ist ein Prozess, den wir auf längerfristige Sicht schon untersucht haben. Wir hatten Vincent Kaufmann, der dazu seine Bachelorarbeit auch geschrieben hat zu dem Thema. Und wir haben das also schon eine Weile untersucht und hatten ursprünglich vor, eine eigene Software dazu zu entwickeln, Stichpunkt Entwicklung. Und dann kam die Krise, in der wir uns gerade befinden und wir haben festgestellt, okay, wir werden jetzt gar nicht großartig was entwickeln, sondern schauen mal, was eigentlich, Stichpunkt Forschung, schon da ist, haben recherchiert und haben uns einige Tools herausgesucht, mit denen wir dann Wir haben eine Workshop-Serie entwickelt, weil wir auch gemerkt haben, es ist ganz wichtig, die Technologie erstmal ans Theater selbst zu bringen, Menschen zu sozusagen zu enablen oder zu befähigen, mit der Technologie umzugehen, Lust darauf zu machen und sozusagen die Technologie auch ans Haus zu bringen. Und diese haben eine auch Corona-bedingt sozusagen eine Mini-Workshop-Reihe entwickelt, wo Vincent mittlerweile an 2 Theatern auch war, wo wir über mehrere Wochen hinweg Workshops machen mit den Abteilungen, auch sehr interdisziplinär, sowohl die technische Abteilung als auch der externe Bühnenbildner, als vielleicht auch ein Dramaturg, mit der Technik vertraut zu machen. Wir lassen die Technik am Theater. Das heißt, sie können 3-4 Wochen lang auch da viele Dinge ausprobieren. Jetzt schaue ich gerade mal hier, genau. Danke an Schenker auch, der die Firma, die diese Technik zur Verfügung stellt. Und wir waren, jetzt sieht man hier, ein Film, damit am Theater der jungen Generation in Dresden. Ich schau mal, Lutz, bist du vielleicht auch mit dabei? Ich glaube, erst morgen. Genau, Lutz Hoffmann als technischer Direktor hier, Robert Rott als Konstrukteur und die Bühnenbildnerin testen diese verschiedenen Programme und treffen sich in einem virtuellen Raum es ist sozusagen eine Bauprobensituation, die sie hier Corona-bedingt an einen anderen Ort bringen mussten und sozusagen am eigenen Datenmaterial können sie ausprobieren, was es bedeutet, im virtuellen Raum sich zu treffen und zu diskutieren und zu besprechen. Was natürlich dann auch denkbar ist, dass man nicht an einem gleichen Ort ist wie hier in diesem Video, sondern an verschiedenen Häusern oder Situationen international. Der zweite Workshop fand im Landestheater Neuss statt, ganz frisch vor ein paar Wochen. Hier auch ein anderes Programm, VR-Sketch. Und man sieht schon, visuell ist das gerade für Bühnenbildner vielleicht gerade noch nicht so überzeugend. Hier geht es aber eben auch um andere Dinge, um Proportionen, um Sichtlinien, um das, was man eben bei einer Bauprobe kontrollieren möchte. Und hier die verschiedenen Blickwinkel auch einzunehmen. Das Ganze sozusagen im 1:1-Maßstab zum einen betrachten zu können. Man steht wirklich in seinem eigenen Bühnenbild. Oder in einem zweiten Schritt kann man das auf einer Modellebene auch betrachten, indem man sozusagen, das sieht man jetzt auch hier, den Maßstab des Modells verändern kann. Das sind alles, wie Pablo schon gesagt hat, existierende Programme, die das eine oder das andere können. Es gibt noch nicht das Programm, wo wir jetzt sozusagen im Team auch diskutieren, was alles kann. Das ist vielleicht der nächste Schritt, aber zunächst sowieso die Technik ans Haus zu bringen, Lust zu machen auf diese Arbeit im virtuellen Raum und die Leute dazu zu befähigen, es anzuwenden, war hier der Fokus. Genau, hier sieht man nochmal den Modellmaßstab, wie man sozusagen über einem Bühnenbildmodell, das ist vielleicht das klassische Werkzeug, womit Bühnenbildner eigentlich hantieren, diskutieren kann, indem man sich selbst das Modell runterskaliert. Man kann Anmerkungen machen, Zettel hinterlassen, Dinge beschreiben, genau. Wir gehen jetzt hier aus Zeitgründen mal weiter. Wir haben dazu
morgen Nachmittag eine Session, wen das interessiert, um 15 Uhr. Auch dazu, da steigen wir gemeinsam ins Konzerthaus. Ein bisschen Berlin experimentell, mal schauen, wie gut das funktioniert. Wollen wir mal mit euch als Publikum dann auch wirklich einen virtuellen Besuch im virtuellen Konzerthaus machen. Genau, und nutzen hier die Software Mozilla Hubs. Also ihr seht schon, wir haben viele verschiedene Systeme ausprobiert. Morgen Nachmittag 15 Uhr. Dann kommen wir zum nächsten Projekt. Ja, virtuelle Lern- und Lehrräume. Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig digitale Lehr- und Lernformate zurzeit sind. Wir beide unterrichten ja an unterschiedlichen Hochschulen und mussten immer wieder uns jetzt in letzten Semestern, auch in diesem Semester, damit beschäftigen, wie funktioniert Lehre, wenn sie ortsunabhängig funktionieren soll. Und ohnehin war es sowieso schon ein Thema für uns zu überlegen, wie können diese Tools eingesetzt werden in der Lehre, wie können sie durch ihre Immersion neue Lernräume aufmachen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich als Bühnentechniker wirklich am Theater, in einem virtuellen Theater lernen kann, was bedeutet das für mich? Und das ist nicht einfach nur eine Behauptung, von der wir sagen, okay, wir wollen, das wird so funktionieren, sondern das ist auch Teil unserer Forschung zu prüfen, wie gut das funktioniert und wie das umgesetzt wird und wie das genutzt wird und ankommt auch bei den Studierenden. Wir kooperieren hier mit der Beuth-Hochschule, dem Studiengang für Theatertechnik und Veranstaltungstechnik und Management. Im Bild hier zu sehen Professor Stefan Rolfes. Und auch hier sind wir... Ist auch da. Stefan, magst du kurz Hallo sagen, bevor wir über dich sprechen? Wir sind auch hier analog gestartet. Ja, mach dein Mikro gern an. Wunderbar. Sehr schön, hallo. Danke an dich, dass du sozusagen so tief uns in deine Methodik hast blicken lassen und hier am Beispiel des Kettenzuges im Theaterlabor der Beuth-Hochschule analog zunächst uns gezeigt hast, wie du die Studierenden unterrichtest, was in diesem Semester eben nicht möglich ist. Und aufgrund dieser Übungsaufgabe, dieses Anwendungsbeispiels, haben wir und vor allen voran Vincent Kaufmann sozusagen eine erste Testaufgabe im virtuellen Raum erarbeitet, den virtuellen Kettenzug. Aber hier vielleicht nochmal den Blick auch ins neu renovierte Theaterlabor der Beuth-Hochschule, leider zurzeit selten genutzt, weil eben die Hochschule meistens im Online-Betrieb verbannt ist. Und man sieht ganz wunderbar, wie man hier ganz viele Teststrecken aufbauen kann, jedes Mal für den neuen Unterricht den Raum auch verwandeln kann und viele schöne technische Übungen möglich sind. Wir sind von diesem Raum ausgegangen und haben diesen virtuell nachgebildet, weil wir dachten, es ist schön, dass die Studierenden in der Zeit, wo sie nicht da sein können, tatsächlich sich ein Stück zu Hause fühlen in der eigenen Universität. Aber hier ist natürlich auch gestalterisch, sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist auch ein Aufgabenfeld für Szenografen, diese Lehrräume und Lernräume als Räume zu gestalten. Genau, an der Stelle haben wir auch direkt ein prototypisches Theater mitentwickelt, in dem man dann auch diese Aufgaben verorten kann, die wir später noch zeigen werden, um dann wirklich verschiedene Situationen auch in einem realen Kontext, also in einem wirklichen Theater und wenn es auch virtuell ist, abbilden zu können. Ja, und hier sieht man den virtuellen Kettenzug und hier geht es eben darum, mal in das Innere eines Kettenzugs schauen zu können, was sonst sehr schwierig ist, ihn auseinandernehmen zu können, tatsächlich auch mal dahinter zu gucken, hier in einer Explosionszeichnung. Aber das ist sozusagen die Basis, das Basismodell hier mit Inventor erstellt, was es uns ermöglicht, ihn auseinander und zusammenzusetzen. Daraus ergeben sich eine Reihe an Übungen. Hier betritt man sozusagen das Theaterlabor, das kann man ganz wunderbar noch gestalten. Testmäßig haben wir hier ganz viele Infocharts mal an die Wand geworfen und es gibt Monitore, auf der jetzt die erste Aufgabe steht, dass man eben einen Kettenzug zusammenbauen soll, der die und die Anforderungen, den und den Anforderungen entspricht. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Übungen zu konzipieren. Also es ist auch ein großes didaktisches Konzept dahinter, was entwickelt werden muss. Was im Analogen vielleicht funktioniert, im Digitalen aber anders. Wir haben wunderbare Möglichkeiten, man kann jedes Teil greifen und zusammensetzen, kriegt Rückmeldung vom System, was richtig ist, was falsch ist, wie die Teile heißen. Das soll auf keinen Fall die echte Übung ersetzen, ermöglicht aber den Studierenden, zu Hause zu üben oder auch danach Dinge nochmal zu rekapitulieren oder vielleicht später auch Online-Prüfungen abzulegen. Also da ist auch noch viel Luft nach oben und das ist der Anfang, also ein prototypischer Ansatz hier mit einem Objekt, das zu testen. Was wir gerade tun mit der Beuth-Hochschule in einem nächsten Seminar ist, mit den Studierenden selber neue Übungsaufgaben zu konzipieren, mit anderen Objekten, mit anderen Situationen. Das können Logistikübungen sein, das können Probebühnenaufbauten sein, aber dass die Studierenden selbst auch zu Dozenten werden und sich überlegen, wie sie in Zukunft vielleicht unterrichtet werden wollen im virtuellen Raum.
Nur als kleiner Ausblick, wir haben, kooperieren hier auch mit der Ethikprüfung. Das ist der Moment, dieses tolle Buch in den Screen halten darf. Eine Prüfung für Stagehands, ein tolles Projekt, was auf europäischer Basis schon vor einem Jahr entwickelt wurde. Und da soll es sozusagen noch mehr Übungsaufgaben geben, die es sozusagen Menschen ermöglicht, sich fit für die Arbeit auf der Bühne zu machen, ohne ein Studium sozusagen leichten Einstieg zu finden. Diese Aufgaben ist genau in der nächsten Folie. Das hatte Franziska ja schon angerissen, also dieses semesterübergreifende Wahlfach, das wir an der Beuth-Hochschule jetzt in diesem Semester machen können, hat das zum Ziel, also zum einen die Studierenden mit der Technologie in Verbindung zu bringen, also das Kennenlernen, das, sie zu mündigen Nutzerinnen machen zu können sozusagen, diese Lehr- und Lernwerkzeuge selber zu entwickeln, damit sie auch später immer weiter genutzt werden können. Und das weiterzuentwickeln und vor allem dann auch weiterzuführen, immer weiterzuführen, dass es halt also zu einem Kanon der Lerntools werden kann. Wer da Interesse hat, genau, Kanon ist das Stichwort, aber wer Interesse hat, zu dem Thema mehr zu erfahren, morgen Vormittag um 11 Uhr steigen wir in dieses Projekt nochmal ein bisschen tiefer ein und zeigen die Prototypen. Das nächste Projekt, Kanon, war das Stichwort und ich habe gesehen, Brine Wesely ist auch dabei, Professorin an der Beuth-Hochschule, die das Projekt betreut. Es ist ein europäischer Projektverbund mit 8 Hochschulen, die sich über 3 Jahre hinweg in einem Erasmus-Plus-Projekt der Erforschung der Theatertechnikgeschichte im europäischen Raum widmen. Wir tun das mit vielen, vielen Studierenden und leider durch Corona ist es hier auch nicht möglich zu reisen. Eigentlich waren Workshops in den Partnerländern geplant. Wir haben uns jetzt auf ein digitales Arbeiten verständigt und nutzen hier die Software Miro zum Beispiel und haben im Mai einen tollen Workshop gehabt, wo wir zu 4 verschiedenen Anwendungsfällen in die Tiefe gegangen sind. Hier ist es das Theater in Hellerau. Man kann da wahrscheinlich nicht so viel drauf erkennen. Es ist komplex, Theatergeschichte ist komplex und es geht darum, im Unterricht an den verschiedenen Hochschulen, und das ist von Architektur über Bühnenbild bis hin zu Theatertechnik, diese Geschichte erfahrbarer zu machen. Und es liegen verschiedene Tools dahinter. Das ist zum einen eine Timeline, hier im Bild Chris van Goethem, wie er sie analog auch schon benutzt im Unterricht, wo wir Theater, Technik, Geschichte besser verorten können und vor allen Dingen Bezüge herstellen können zwischen den Themen. Also Meilensteine der Theatertechnik mit sowohl der Weltgeschichte in Bezug setzen können, als auch anderen Theatertechnikerfindungen. Unsere Aufgabe hier im Digital-DTHG-Team ist es, die augmentierte oder virtuelle Technologie dahingehend zu untersuchen, wie sie diesen Prozess unterstützen kann. Man sieht hier eine Windmaschine. Vielen Dank an Stefan Grebener, der dieses Modell da zur Verfügung gestellt hat. Man sollte auch Sound hören. Das ist die Basis, also 3D-Objekte, die wir dann auf einer augmentierten Zeitleiste hier wirklich prototypisch von gestern auch die ersten Einblicke in unsere App, die wir hier entwickeln, auch mit der WebXR-Technologie, die wir gerade schon bei der Vorhangschiene gesehen haben, sozusagen auf dieser Zeitleiste hier auf dem Tisch liegen, kann aber auch auf der Wand sein, und einer Marker-basierten Technologie uns Objekte dreidimensional anschauen können, mit einem Textlayer, mit Videos, mit Bildern, aber uns interessiert natürlich das dreidimensionalbare Objekt. Man sieht hier die Windmaschine, das ruckelt und zuckelt noch ein bisschen. Es ist ein Prototyp. Da geht die Reise hin und es soll später natürlich im Unterricht verwendet werden, aber kann auch wunderbar in Form von Ausstellung passieren. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Projekt. Das wird ein großes Schauspiel aus. Ja, hier geht es um die Frage, die sich schon in einem ersten Workshop gestellt hat, den wir vor 1,5 Jahren durchgeführt haben. Wie kann Theatererbe erlebbar gemacht werden? Wie können Theaterarchitekturen, Theatertechnologien, die es nicht mehr gibt, die nicht mehr sichtbar sind, dargestellt und erlebbar gemacht werden? Und im Rahmen des Workshops gab es einen ersten Anwendungsfall, den wir mit den Teilnehmerinnen bearbeitet haben. Und das war das große Schauspielhaus in Berlin. Genau, also ein visionärer Theaterbau. Wir feiern 100 Jahre, beziehungsweise der Friedrichstadtpalast als sozusagen der Nachfolgerbau feiert dieses Bühnenjubiläum 1919 eröffnet. Hans Pölzig als Architekt. Natürlich eine ganz bewegte Baugeschichte, in die wir jetzt heute nicht einsteigen. Aber es gibt eine Jubiläumsausstellung, wo der Palast sich dieser Hausgeschichte widmet. Und wir widmen uns dem erlebbar machen. Von
Theatererbe. Ganz allgemein kann man das betrachten, aber wir eben an diesem Beispiel hier einen Einblick aus einem ganz fantastischen Theatertechnikarchiv an der Oper Leipzig. Michael Röger hier, also im Keller des Hauses, versteckt, schwer zugänglich. Und das ist genau ein Sinnbild für alle Theatertechnikarchive in Deutschland. Wir haben hier in Deutschland die Situation, dass wir kein Theatermuseum haben. Wir haben fantastische Sammlungen, wir haben wilde Archive an den Theatern selber. Wir haben in München eine fantastische Ausstellung und Sammlung. Aber es ist sehr schwer, Theatererbe, überhaupt Theater auszustellen sowieso, aber auch sozusagen die Objekte, die rund um das Theater existieren, zu bewahren und zu zeigen. Und auf diese Reise haben wir uns gemacht. Zum einen über eine digitale Erfassung der Objekte. Hier baut Sascha gerade mit der Software Blender, arbeiten wir da ein Bühnenprojekt von Hagedorn nach. Und wir sehen hier einen Wolkenapparat. Es gibt noch 5 existierende in Deutschland. Der ist hier aus dem Theater Plauen und Zwickau, der rekonstruiert wurde. Der ist also wirklich noch existent. Und das ist ein Wolkenapparat, der zum Beispiel auch im großen Schauspielhaus damals als Innovation zum Einsatz kam. Alle diese Objekte sind auf Sketchfab hinterlegt, also für jeden unter diesem Link auch anschaubar. Diese Sammlung wächst. Das heißt, das ist unser Beitrag für fürs Theatertechnikerbe, dass wir diese Objekte dauerhaft digital zugänglich machen. Wir haben aber auch fantastische andere Objekte in Archiven hier im Stadtmuseum Berlin in der Theatersammlung. Den Fächer von Fritzi Massari, die ein Bühnenstar war im großen Schauspielhaus, Eintrittskarten, Programmhefte, Plakate. Und dieses Konglomerat an Objekten vermittelt uns am Ende ein gesamtheitlicheres Bild von Theater. Hier auch ein sehr besonderes Schlüsselobjekt, die Serviette, auf der Hans Pölzig und Max Reinhardt die Vision von diesem Haus skizziert haben. Die fehlende rechte obere Ecke ist ein Rätsel, die anscheinend noch in New York vorhanden ist. Man kann jetzt nur mutmaßen, was darauf zu sehen war. Andere Materialien im Architekturmuseum, Grundrisse von Pölzig selber noch, Entwurfsplanungen. Fantastische Architekturfotografien, hier links im Bild Tropfsteinhöhle im Volksmund, ein fantastischer Bau, der revolutionär auch mit den Bühnenräumen umging. Ich steige da jetzt nicht so tief in die Theatergeschichte ein, keine Angst, aber man sieht schon, Architekturfotografien vermitteln ein Bild von einem Theater, aber natürlich nicht das, was eigentlich letztendlich als Atmosphäre in diesem Raum auch wahrscheinlich vorhanden war. Und das ist genau jetzt so eine Schlüsselfrage bei uns auch im Projekt, wenn wir dieses Gebäude erfahrbar machen wollen. Wie schaffen wir das aufgrund dieser Materiallage? Hier auch ein Filmstill, also es gibt von 1943 einen Film, aber auch hier die Frage, war das in echt so, wie war das damals? Und auch spätere Planmaterialien hier 1938 von den Nationalsozialisten oder auch in den 70er Jahren hatten wir Pläne, die wir dann dazu benutzt haben, zunächst einmal das Gebäude als Rohbau zu rekonstruieren, hier mit der Software Blender. Dahinter steckt der Sascha. Man sieht die verschiedenen Schichten, wie wir uns auch über die Zeiten rangetastet haben, das Gebäude zu rekonstruieren. Das ist natürlich, Fotografien hat man immer nur von den Foyers und vom Saal im Fronthaus sozusagen relativ einfach, aber Backstage wird es schwierig, denn dort ist die Materiallage eine andere. Wir haben die Architekturfotografien zur Hilfe genommen, um als Kontrollmechanismus sozusagen im Raum selber, im großen Saal, zu gucken, ob das mit den Proportionen so gut hinhaut. Denn das Planmaterial zeigt ein Entwurfsstadion, aber damals zu der Zeit wurde einfach auf der Baustelle auch noch relativ viel entschieden, sodass wir kein Bestandsaufmaß hatten. Ich klicke mal weiter. Hier sieht man einen Gang durch den Rohbau dieser VR-Erfahrung. Sieht alles noch sehr nackig aus, aber man sieht schon, es ist ein sehr organischer Raum, fantastische Säulen. Und das merkt man jetzt auch schon beim Begehen dieses Raumes, hat man einen völlig anderen Eindruck von der Architektur, als wenn man sich nur ein Foto oder einen Grundriss anschaut. Das ist auch eine der Ausgangs- oder der Dinge, die bei entstehen, der Produkte sozusagen aus diesem Forschungsvorhaben, ist nicht nur die Virtual Reality Experience, das Erlebnis, was entsteht, sondern auch eine Art Forschungsgrundlage, die einladen soll, weiter damit sich auseinanderzusetzen und auch vielleicht die Ecken und Punkte, die Teile der Architektur weiter zu erforschen, denen wir uns jetzt nicht widmen konnten, aus zeitlichen Gründen oder auch weil die Materiallage uns das nicht ermöglicht hat. Aber dort weiter zu überlegen, was hat denn da stattgefunden, um das komplett
erfahrbar zu machen. Und wie man das auch schon bei den Objekten gemerkt hat, dass viele Objekte aus vielen verschiedenen Bereichen ein ganzes Bild ergeben von Theater, so benutzen wir das auch als Methode für unsere Narration. Denn Theater kann eigentlich in seiner Gesamtheit nur aus verschiedenen Perspektiven erlebt werden. Es ist ein Arbeitsort von so vielen Menschen und so haben wir uns entschieden, nicht nur sozusagen die Besucherperspektive, die wir gerade gesehen haben, zu zeigen und haben hier als fiktiven Besucher mal Walter Schatz erfunden, sondern auch Backstage-Bereiche zu zeigen über zwei weitere Figuren. Das ist einmal Fritzi Massari, eine wirklich existierende, fantastische Opernsängerin, eine Revue-Star zu der Zeit, die 1927 die Premiere von Madame Pompadour singt. Das ist die Zeit, in die wir gleich reisen werden. Die benutzt natürlich den Seiteneingang und man sieht in Rot hier den Weg, den sie geht. Und als dritte Figur haben wir Otto Kempowski, 28, junger Beleuchter, der natürlich durch den Bühneneingang geht, zunächst in die Kantine und dann nach oben auf seine Position. Alle drei Figuren treffen sich im Saal und wir haben hier sozusagen 10-minütige Kurzgeschichten zusammen mit einem Drehbuchautor entwickelt, Kurzfilme eigentlich, die sozusagen in ihrer Gesamtheit, wenn man alle drei Filme gesehen haben, ein komplettes Bild von diesem Gebäude ganz gut abbilden. Und wir steigen auch gleich ein mit einem Kurzvorschau. Es ist wirklich eine sehr schnell durchgeklickte. In dem Fall, wir laden natürlich ein, wenn es denn eröffnet, im Frühjahr nächsten Jahres ist live zu sehen in VR. Sowas 2D zu sehen, ist nicht mal die halbe Miete, sondern eher nur ein kleiner Glimpse, eine kleine Idee davon, was einen erwarten kann, wenn man die Brille aufsetzt. Wir starten mit diesen drei Rollen. Ich glaube, hier starten wir mit Walter ganz links, der vorne am Vordereingang reingeht, 1927. Wir reisen sozusagen in der Zeit zurück, starten Gebäude. Wir klicken jetzt relativ schnell durch, die Screenshots durch und man sieht hier aber auch schon, wie unsere Atmosphäre, und das ist ein künstlerischer Zugriff zu sagen, wir gestalten natürlich als Szenografen diese Räume, damit sie für ein Publikum erfahrbar sind, gehen durch das Foyer, man sieht, wie wir mit Licht umgehen, mit den Räumen, haben uns aber auch entschieden, die Figuren zum Beispiel zweidimensional darzustellen, bleiben auf eine Skizzenhaftigkeit, weil es nicht darum geht, die Realität, die wir eh nicht kennen, abzubilden, sondern ein Gefühl für diese Zeit. Genau, auch gar nicht einen Fotorealismus vorzugaukeln und auch nicht in diese Falle zu tappen, ist wie ein Computerspiel aussehen zu lassen. Die Idee war eher eine begehbare Graphic Novel, eine begehbare Architekturzeichnung, da kam das ursprünglich her. Auch diese Papieroptik, die Texturen, die Materialität, die teilweise zu sehen ist, jetzt hier gerade in dem Bild nicht so sehr, aber die vorhanden ist, das als Ausgangspunkt zu nehmen für diese begehbare räumliche Zeichnung in gewisser Weise. Wir sehen jetzt hier Fritzi Massari, die zweite Rolle, wie sie am Bühneneingang natürlich von Paparazzis begrüßt wird, vorbei am Pförtner. Es gibt Dialoge, es gibt Sprecher, immer wieder auch Archivobjekte, die hier zu sehen sind, auf dem Garderobentisch von Fritzi, auf die Bühne, also hier wirklich auch als Besucher selber, wir folgen dieser Figur, das Gefühl zu haben, selbst auf der Bühne zu stehen und dann im Rampenlicht ganz aufgeregt, wenn der Vorhang sich öffnet. Ich glaube, an dieser Stelle hatten wir geplant, einen kleinen Einblick zu geben. Mats, schaffen wir. Genau, das ist jetzt ein Screen Grab, eine Aufnahme aus der Brille. Deswegen ist das Bild ein klein wenig wackelig, aber so kann man sich das vorstellen, wie man sich dann da durchbewegt oder durchbewegt wird. Wir haben einen Kurzfilm, das heißt, wir fahren auf einer Schiene und begleiten in diesem Fall Otto bei seinem Arbeitsabend. Genau, ganz aufgeregt, weil er das erste Mal am Verfolger steht und Fritzi Massari leuchten darf. Wo hast du denn die ich vermute, wir müssen es leider abbrechen, weil wir ein bisschen aus unserem Zeit sonst laufen. Ja. Können wir vielleicht einen Eindruck. Genau. Also im Jahr 1927. Die Idee ist da. Morgen, nachher, heute um 15 Uhr etwas mehr im Detail, im Fokus, im Deep Dive. So. So, ich bräuchte die Maus nochmal. Na klar. Okay. Genau. Viele Beteiligte. Und sobald Corona das zulässt, wahrscheinlich Anfang 21, eröffnet das im Foyer des Friedrichstadtpalastes. Ja. Ja, wir haben eine Minute für Fragen und Antworten. Ich würde sagen, wenn das für alle soweit okay ist, wir bleiben auf jeden Fall noch ein paar Minuten länger, bis die Fragen beantwortet sind. Wenn aber andere Fragen, beziehungsweise wenn andere Vorträge angeschaut werden sollen. Wir haben überzogen, deswegen tut es uns sehr leid.
Aber wir bleiben jetzt auf jeden Fall noch eine Weile hier, um uns den Fragen, Anmerkungen und Bemerkungen zu stellen. Genau, ihr könnt die Fragen gerne im Chat stellen oder jetzt auch das Mikro aufmachen. Ihr könnt so eine Hand heben. Und wenn ihr Fragen habt, beantworten die gleich gern selbst. Es wurde hier eine Frage im Chat schon gestellt vor einiger Zeit, die würde ich vorlesen. Und zwar Projekt-Tracking. Gibt es Ideen, wie verschiedenste Hersteller sich auf eine gemeinsame ID einigen können? Ebenso wie ein Zugriff auf firmenbezogene Daten, wie Anleitungen, Einstellparameter etc. erfolgen kann? Vielen Dank an Stefan Rolfes, der uns diese sehr leichte Frage gestellt hat. Ja, es gibt Ideen. Aber es ist ein größeres Vorhaben. Es ist nichts, was wir im Rahmen unseres Forschungsprojekts, da sind wir einfach, wir sind angetreten, um AR und VR zu untersuchen und haben dabei und auch in den Dialogen festgestellt, dass diese Nummer sinnvoll ist, und werden auch gerne im Rahmen der Digital-DTHG und mit der DTHG zusammen und mit den Mitgliedern und Industriepartnern daran entwickeln und weiter beraten und mitforschen und schauen, wie sowas Sinnvolles vonstatten geht. Können da natürlich auch sicher gucken, wie es in anderen Industriezweigen schon funktioniert, was es für Standards gibt, mit denen wir zusammen, in denen wir uns auch orientieren können. Die Ideen stehen im Raum. Aber das ist eine gemeinsame Entwicklung, die wir zusammen machen müssen und die noch anstehen würde. Das ist auch, glaube ich, nichts, was irgendwie in einem Jahr übers Knie gebrochen wird, sondern das ist etwas, was ein etwas längerer Prozess ist. Wie der Zugriff auf firmenbezogene Daten erfolgen kann. Ich glaube, eine erste Skizze war so angedacht, dass die DTHG zum Beispiel einen Server zur Verfügung stellen könnte, auf den vor allem die generischen Daten hinterlegt werden können. Also zum, wie funktionieren Stahlseil-Rundschlaufen, wie funktioniert ein Scheinwerfer und so weiter und so weiter, die generischen Informationen hinterlegt werden können. Aber produktspezifisch oder herstellerspezifische dann im Zusammenspiel mit den Herstellern entweder auch auf diesem DTHG-Server für ein Produkt hinterlegt werden können oder vielleicht sogar direkt bei den Herstellern direkt gehostet werden können, es dann aber über eine Schnittstelle sozusagen weitergeleitet wird auf diese Information oder die firmenbezogenen Daten, wie du das genannt hast. Beantwortet das deine Frage? Soweit? Okay. Vielen Dank. Wir hatten vorhin noch von Video Victor eine Frage. Ja, hallo. Hallo Franziska, hallo Pablo. Hallo Victor, schön dich zu sehen. Ich hab zwei Fragen, und zwar einerseits, wie sieht es mit der Bühnengestaltung aus? Diese virtuelle Bauprobe geht schon ein bisschen in die Richtung. Spannend wäre es für mich jetzt, wenn ich einen komplett freien Raum betreten würde und da jetzt irgendwie plötzlich mir selbst aus Luft eine Bühne materialisieren würde. Das wäre die eine Frage. Ich würde gerne die zweite auch gleich stellen. Die geht vielleicht auch in die gleiche Richtung. Wie sieht es aus mit so hybriden Schauspielen, die eigentlich im VR-Raum stattfinden, aber eigentlich trotzdem als reales Schauspiel? Den Vorteil sehe ich da so ein bisschen, dass man vielleicht die Naturgesetze aushebeln könnte, wie zum Beispiel die Gravitation oder was weiß ich. Was sind eure Gedanken dazu? Also vielleicht zur ersten Frage, da sprichst du was an, was uns auch sehr am Herzen liegt. Wir haben die virtuelle Bauprobe zurzeit fokussiert auf den theatertechnischen Bereich, sozusagen dann, wenn die Bauprobe stattfindet, werden aber gemeinsam mit dem Bund der Szenografen im Januar eine Workshop-Reihe anbieten, wo wir genau das für die Bühnenbildner und die Kreativen öffnen, sozusagen im zeitlichen Ablauf nach vorne gehen, wo die ersten Ideen auch entstehen und Softwaren ausprobieren, die für den kreativen Prozess, für den Entwurf, für das Skizzieren sinnvoll sind, zum Beispiel Tiltbrush oder was fällt uns noch ein? Also es gibt verschiedene Skizzierungsprogramme dafür. Die sind oft nicht kollaborativ. Da müsste man jetzt nämlich ganz genau schauen, auch ist es wirklich eine Einzellösung oder möchte man da auch schon partizipativ gemeinsam gestalten? Das sind alles Themen. Und du bist herzlich eingeladen, im Januar an dem Workshop teilzunehmen. Sprichst mich danach einfach nochmal an oder wir werden das auch auf unserer Webseite veröffentlichen. Also ein ganz wichtiger Aspekt, dass das nicht nur auf die Bauprobe beschränkt bleibt, sondern wir auch untersuchen, wie kann das früher oder auch später, zum Beispiel im Probenprozess mit Schauspielern, ist das ja auch ein fantastischer Raum, den man betreten kann, gemeinsam da Regie und Schauspiel
oder Musiktheater zu proben in diesen Räumen. Hm. Es gibt dazu auch schon an anderen Theatern, also Oslo ist da sehr weit, die das tatsächlich auch als Werkzeug bei jeder Produktion schon einsetzen. In Deutschland ist das gerade erst im Kommen. Der Friedrichstadtpalast macht das zum Beispiel, die großen Show und Revue natürlich. Was die andere Frage an oder die zweite Frage angeht, in unserem Forschungsprojekt haben wir in dieser Neuner Matrix, ist es auch schon ein Teil, sich zu überlegen, dass wir uns überlegen, was findet denn auf der Bühne als Erlebnis statt, auch gerade in einer Multiplayer-Kombination, dialogische Inszenierung zwischen Performern und dem Publikum. Aber es ist ein Teilprojekt, mit dem wir uns widmen. Aber das Interessante ist, es gibt schon extrem viele Player da draußen, die daran arbeiten. Ich habe vorhin einen Marcel Kanapke in der Teilnehmerliste gesehen, der vielleicht auch was dazu sagen möchte. Auf jeden Fall ist es aber auch so, es gibt ja die Akademie für Theater und Digitalität, wo das wirklich sehr stark im Fokus auch liegt, zu schauen, wie diese hybrid-realen Systeme ausschauen können. Also unser interner Titel ist ja auch Zwischenwelten, also zu schauen, wie kann physische Welt und virtuelle Welt in einen Einklang, in einen Dialog gebracht werden. Und das passiert in der Theaterlandschaft weltweit, aber auch in Deutschland ganz besonders schon sehr, sehr stark. Also wir haben auf unserer Webseite auch einen Blogbeitrag zu Kurz empfohlen. Da findest du ein paar Anregungen, also die Cyberräuber kann man nennen, Marcel und Björn. Makropol als dänische Studio oder eine Agentur, die ganz viel in diesem Bereich macht. Evrinen Himberschek, die mit Orpheus und Euridike gerade fantastische Projekte in die Welt setzt und auch Preise gerade gewinnt, die sich mit dem virtuellen Raum und den Künsten beschäftigen, Performer sozusagen in VR aktiv werden lässt und weitere. Ne? Also insofern schau gerne im unser Shoutout. Schau gerne im Blog vorbei. Wir versuchen natürlich die Theaterlandschaft da auch zu scannen und all die tollen neuen Projekte, die entstehen. Theater Augsburg kann man noch nennen. Die hatten einen VR-Lieferservice jetzt während Corona. Auch Orpheus interessanterweise. Orpheus in der Unterwelt konnte man sich nach Hause bestellen. Na klar. Wir haben auch einen Orpheus demnächst. Genau. Insofern schau da mal vorbei und lass dich inspirieren. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Session und bedanken uns fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünschen eine gute weitere digitale BTT und drücken die Daumen, dass die Theater bald wieder mehr spielen können, mehr Publikum haben können. Vielen Dank.